wenn sie nicht regelkonform und so, wie es sein soll, mit ihren Feuerwerkskörpern umgehen. Du bleibst schon da drüben, ja, oder Martin? Du bleibst schon da drüben. Das ist wirklich anzünden, Tom. Traust du dich? Ich trau mich jetzt mal. Haben Sie, aber ich brauche irgendwas zum Anzünden, weil mit den Fingern schaffe ich es nicht. Okay, das da unten, oder? Ja. Und dann verziehe ich mich hier mal wieder aus dem Gefahrengebiet und lass sie alleine. Ich habe nämlich da ziemlich einen Schiss davor. Ist auch besser so, dass du jetzt in Deckung gehst, Tom, weil, Herr Guss, kommen wir vielleicht mal rüber. Der Sprengstoffexperte vom LKA, jetzt geht das gleich richtig zur Sache, weil das ist eine Batterie der neuen Generation. Da geht es jetzt nämlich vor allem so, dass mehrere in Reihe geschaltet sind. Und die sind teilweise richtig martialisch mittlerweile. Schauen Sie mal, sowas habe ich zum Beispiel auch im Supermarkt bekommen. Full Metal Jacket, das sagt mir eigentlich alles aus, gestaltet wie eine Pistolenkugel. Der Graus ist Ihnen wahrscheinlich vom LKA, Herr Gust. Ja, klar. Die Bezeichnung Full Metal Jacket oder was es da gibt, ist natürlich sehr martialisch. Immer mehr Sprengstoff ist drin, aber ist BAM geprüft, dürfte eigentlich nichts passieren. Was ist denn jetzt die große Gefahr bei solchen Feuerwerken, die in Reihe geschaltet sind? Wenn das umfällt, das kann ich ja nie wieder stoppen. Nein, das können Sie nicht mehr stoppen. Das ist dann wie eine Stalling-Orgel. Das fällt um und da können Sie nicht mehr eingreifen. Darum lassen wir den Experten vielleicht die anderen Raketen zünden. Die sind ja der Klassiker. Herr Gust, wenn Sie schon da sind, der Herr Pieterek, wir haben Sie gerade schon gesehen bei der Feuerwehr mit den Rauchmelder jetzt in Sachen Feuerwerkskörper. Er macht es jetzt vorbildlich. Er schaut nochmal nach oben, dass nichts drüber ist. Was muss man denn noch machen? Genau, dass nichts drüber ist und dass eben die Raketen, dass die Abschussbasen auch sicher stehen. Wir haben mehrere Flaschen in einem Träger reingestellt, sodass also auch die Flasche nicht umfallen kann und dass eben die Rakete senkrecht in die Höhe geht und nicht eben vertikal irgendwo hingeht. Das habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, es gibt eine neue EU-Richtlinie, die erlaubt, dass in den Batterien bis zu 500, 600 Gramm Explosionsstoff drin ist. Das hört sich für mich als Laien wahnsinnig viel an. Haben Sie da auch Befürchtungen, dass es dieses Silvester schlimm wird? Also es ist viel, was da an Sprengstoff drin ist. Und es macht uns natürlich schon Kopfzerbrechen. Denn diese Menge, wenn die eben unkontrolliert zur Verbrennung kommt und wie der Herr Gust eben auch gesagt hat, dass das eben umfallen kann oder und eben dann nicht nach oben geht, sondern eben zur Seite weggeht und da können halt dann sehr leicht umherstehende Personen verletzt werden. Jedes Jahr passiert es wieder. Sie sind auch schon unendlich Male mit der Feuerwehr dabei gewesen und haben Leuten dann helfen müssen. Was sind denn die schlimmsten Verletzungen? Was kann da passieren? Ja, also wir haben ja vorher die Sprengkraft von so einem La Bomba eben gesehen und da fliegt also sehr schnell fliegender Finger oder sogar die ganze Hand weg. Auch immer wieder Augenverletzungen oder eben Verletzungen im Oberkörperbereich, vor allen Dingen bei sogenannten Versagern, wenn man sich dann nochmal drüber beugt, um die nochmals anzuzünden, was man auf keinen Fall machen soll. Und dann gehen die auf einmal nochmal los, da passieren fürchterliche Verletzungen. Also wirklich nur mit Nüchternen, also kein Alkohol trinken, nur nüchtern sowas anzünden und am besten so machen wie der Herr Gust. Schön vorsichtig, nacheinander, kontrolliert, auf keinen Fall hektisch. Und ich glaube, ihr seid in München mit 400 Leuten im Einsatz von der Feuerwehr? Wir halten also 400 Männer und Frauen vor für die Silvesternacht, Freiwillige und Berufsfeuerwehr. Und wenn ich jetzt an letztes Jahr denke, waren das 75 Einsätze, die abzuarbeiten waren. Und es waren auch zwei Gebäudeschäden, wo also der Sachschaden sehr, sehr hoch war. Das ist jetzt nur in München 400 Feuerwehrkräfte, aber überall in Bayern, überall in Deutschland viele freiwillige Helfer, wie die Feuerwehr, aber auch die Polizei oder die Rettungskräfte. Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für den Einsatz. Und ich wünsche mir nichts anderes, dass es möglichst wenig zu tun gibt an diesem Silvester. Und ja, von meiner Seite und auch von unserer Seite, ja, ein schönes und vor allem besinnliches, ruhiges Silvester wünsche ich Ihnen.